Hat Fabio Hunger? Ja? Wir tun jetzt essen, okay? Jenny Müller aus Heroldsbach in Oberfranken bereitet für ihren Sohn das Highlight des Tages vor: Mittagessen. Fabio ist ein richtiger Fleischesser. Schäufele, Rouladen. Ja. Fabio ist 9 und hat über die Jahre gelernt zu essen. Seine Leibspeisen bekommt er allerdings nur püriert. Er würde sich verschlucken und dann würde natürlich was von dem Essen eventuell wieder in der Lunge landen. Naja, und dann hat man meistens eine heftige Lungenentzündung. Fabio war ein extremes Frühchen. Keine Chance, sagten die Ärzte damals. Doch da ist er, ein Kämpfer. Tatsächlich ist sein Zustand aber so fragil, dass er jede Minute Hilfe braucht. Dass es ihm so gut geht, ist Teamwork. Kinderintensivpflegerinnen kümmern sich ständig um Fabio. Alleine wäre die Aufgabe nicht zu bewältigen. Doch diese intensive Betreuung steht auf der Kippe. Ich habe die Ablehnung bekommen von der Krankenkasse. Grund ist das neue Intensivpflegegesetz. Nur noch Patienten, die durchgehend beatmet werden, erhalten auch durchgehend intensive Betreuung. Fabio allerdings hat nur nachts Beatmungshilfe. Ja, und das habe ich erhalten und ich war schockiert. Es heißt, dass ich tagsüber laut dieser Entscheidung gar keine Unterstützung mehr habe, sondern nur noch die Nächte da sind. Noch eine Bürde mehr für Jenny Müller, die jetzt schon an der Grenze ihrer Belastbarkeit ist. Das neue Intensivpflegegesetz hatte die Vorgängerregierung angestoßen, eigentlich um die Pflegequalität zu verbessern und betrügerische Abrechnungen zu verhindern. Wir haben es erlebt, dass Pflegedienste, Pflegefachkräfte abgerechnet haben, in Rechnung gestellt haben. Es geht hier teilweise um 20.000, 25.000 Euro im Monat für diese Intensivpflege. Nur hat das Gesetz unerwünschte Nebenwirkungen, sagt auch der VDK. Es überschreitet hier eigentlich Maß und Ziel, weil jetzt wirklich alle unter Generalverdacht gestellt werden. Alle Intensivpflegedienste, alle Familien, die hier das Möglichste für ihre Angehörigen versuchen, denen wird jetzt unserer Befürchtung nach noch mehr aufgebürdet in Zukunft. Künftig prüft der medizinische Dienst alle halbe Jahre, ob der Pflegedienst notwendig ist. Jenny Müller hat Widerspruch eingelegt gegen die Ablehnung der Kasse. Jetzt muss sie beweisen, dass sich Fabios Bedarf nicht geändert hat. Sie fordern jetzt aktuell noch mal einen neuen EEG-Befund. Sie möchten, dass der Fabio einen neuen pneumologischen Befund noch erhält. Und sie möchten, dass der Fabio jetzt noch ins Schlaflabor geht. Selbst wenn ihr Widerspruch anerkannt wird, das sind Strapazen, die sie ihrem Kind gern ersparen würde. Fabio hat viel Schlimmes durchmachen müssen. Fabio musste oft mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Dass, wenn man mit Fabio heute auch noch das Haus verlässt, er das Würgen anfängt, Durchfall hat vor Aufregung und er halt meistens nicht weiß, was passiert jetzt. Folgen der gesetzlich verordneten Kostenkontrolle. Das Gesundheitsministerium verspricht, die Umsetzung der neuen Richtlinie aufmerksam zu beobachten und gegebenenfalls versorgungssichernde Maßnahmen zu ergreifen. Hallo! Und die Betroffenen hängen derweil in der Luft? Super! Bei Müllers wird der Flüssigsauerstoff für die Nacht nachgefüllt. Dass Fabio tagsüber auf Beatmung verzichten kann, könnte jetzt dazu führen, dass er tagsüber auch auf Intensivpflegerinnen wie Manuela Pelz und viele präventive Behandlungen verzichten muss. Wir machen ganz viel Atemtherapie, Inhalation, Mobilisation, einfach auch, um zu verhindern, dass die Kinder in diese schlechten Zustände rutschen. Das neue Gesetz könnte also eine Situation herbeirufen, die keiner wollte. Dass es Fabio erst richtig schlecht gehen muss, damit er Anspruch auf Betreuung hat. Also wenn es so weit kommen würde, dass er sich so sehr verschlechtert, dass er beatmet werden müsste, dann dürften wir wieder aktiv werden. Aber zum momentanen Zeitpunkt, wo wir alles tun, dass das nicht passiert, sind wir überflüssig. Bis über den Widerspruch entschieden ist, wird Fabio weiterhin auch tagsüber gepflegt. Doch die Ungewissheit zermürbt. Mein Kind, wo keine Beatmung tagsüber hat, aber man aufpassen muss, dass er nicht aspiriert, dass er einen Krampfanfall hat,
der Fabio 0,0 alleine kann. Man kann ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Wir müssen gucken, wie wir zurechtkommen. Und das ist sowas, da läuft einiges falsch. Kurz Luft holen, bevor es wieder weitergeht. Sollte ihr Widerspruch abgelehnt werden, wird sie vor dem Sozialgericht klagen. Jenny Müller jedenfalls wird nicht aufgeben.